Ich habe mich in letzter Zeit etwas mit QuickSwap, mit dem Matic Network auseinandergesetzt und möchte meine Erfahrungen in diesem Video mit euch teilen. Von daher bleibt dran, ich zeige euch, wie ihr mit der QuickSwap-Plattform jetzt hier umgehen könnt, wie ihr eure MetaMask-Wallet umstellen könnt auf das Matic Network und erkläre ich noch ein bisschen was zu Matic dazu. Wer nicht weiß, was Matic ist, das Matic Network ist im Wesentlichen eine Layer-2-Skalierungslösung. Grundsätzlich verspricht das Projekt skalierbare und schnelle Blockchain-Transaktionen zu minimalen Kosten anzubieten und das ist das, was die Leute wollen. Das ist der heiße Scheiß, auf den die Leute Bock haben. Und was könnt ihr denn hier machen? Ihr könnt Pools zur Verfügung stellen und ihr seht, was hier bei Quick, was ihr dafür benötigt. Leider sind wir hier ein bisschen zu spät dran. Die Rewards enden in 7 Stunden. Leider. In der Zeit, also man kann es natürlich jetzt immer noch machen, wenn man schnell ist. Ob sich das jetzt großartig lohnt, kann ich euch nicht sagen. Man kann oder man hätte können hier USDC und MaUSDC hinterlegen können, wenn man jetzt kein Risiko eingehen möchte, dass irgendwelche Schwankungen in den Token stattfinden. Dann könntet ihr hier auf Nummer sicher gehen und USDC als Liquidität zur Verfügung stellen. Und je nachdem, wie viele Token ihr oder wie viele Coins ihr hinterlegt, könnt ihr Quick Token generieren pro Tag. Und diese Quick Token können demnächst sehr stark im Preis steigen, je mehr diese Plattform eben auch genutzt wird. Das hat man dann beim Uniswap gesehen, wie der Unitoken extrem explodiert ist oder eben auch bei PancakeSwap. Und genau das ist das, was ich gerade sehr interessant finde. Diese Plattform ist in vielerlei Münder und immer mehr beschäftigen jetzt sich damit und experimentieren damit herum. Meine Hoffnung ist halt eben auch, dass wenn einige Zeit vergangen ist und die Leute die Plattform auch ordentlich benutzt haben, Transaktionen durchgeführt haben, dass auch wie bei Uniswap ein Token Drop stattfinden würde. Ein Airdrop sozusagen, wo dann die Quick Token ausgeschüttet werden, halt für die, die die Plattform genutzt haben, eben als Dankeschön. Und das ist eine coole Sache. Doch wie könnt ihr euch hier einloggen? Wie könnt ihr eure MetaMask Wallet mit dem Matic Network verbinden? Ihr seht, ich habe es hier oben schon gemacht. Im Großen und Ganzen ganz einfach. Ihr klickt hier drauf, spezieller RPC und dann habt ihr hier Daten, die ihr eingeben müsst. Und die Daten, die findet ihr dann hier. Das könnt ihr, wie es hier auf meinem Bildschirm ist, einfach händisch übernehmen, einfach so eintragen, zack, 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 auf Save klicken und schon habt ihr dann euer Matic Mainnet. Wenn ihr eure Ethereum Wallet zum Beispiel ausgewählt habt und wollt, ich verbinde das mal, könnt ihr hier auf diese Seite gehen, auf wallet.matic.network und könnt eure Funds zu Matic transportieren. Ich könnte jetzt also meine Ethereum auf meine Ethereum Wallet auf das Matic Network übertragen. Das ist eine Möglichkeit, eben eure Funds da drauf zu bekommen. Wie viele Gebühren das jetzt kostet, kann ich euch nicht genau sagen, aber das letzte Mal, wo ich geschaut habe, waren sie doch noch leider relativ hoch. Von daher müsst ihr da leider noch mit Gebühren rechnen, aber sobald ihr auf der Plattform seid, sind die Gebühren kaum noch erwähnenswert. Ich wechsle hier mal wieder in mein Matic Mainnet und genau, das soll es als schneller Durchlauf gewesen sein. Wenn ihr euch mal damit auseinandersetzen wollt, ist ja, wie ihr seht, ziemlich übersichtlich. Könnt ein bisschen herumexperimentieren. Der Matic Token, der könnte in nächster Zeit auch mehr steigen. Das solltet ihr auf jeden Fall im Auge behalten. Es geht ja ziemlich rasant, wie im Beispiel vom PancakeSwap. Von heute auf morgen kann das extrem abgehen, wenn die Leute darauf aufmerksam werden und sich quasi wie Tiere auf dieses Fleisch stürzen. Okay, Leute, das soll es gewesen sein. Falls ihr noch Fragen habt, dann ab in die Kommentare damit. Ich werde es mit bestem Wissen und Gewissen beantworten. Ciao. Werde mein Patreon und du erhältst die neuesten Informationen, Tipps und Einblicke, die dir helfen, dein Vermögen zu vergrößern und der Kurve voraus zu sein. Spare dir Stunden deiner Zeit, die du mit der Forschung verbringen würdest.
und vermeide es, kostspielige Fehler zu machen und Geld zu verlieren. Dich erwartet in einem Wochenbericht die Top-Nachrichten, die den Markt beeinflussen. Trending-Coin-Analysen, Shit-für-Shit-Anleitung zum dezentralen Finanzwesen, bevorstehende Ereignisse, die du auf jeden Fall im Auge behalten solltest und einen ausführlichen Altcoin-Bericht. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung.